Wir sind jetzt zum Gruße, liebe Leute. Es geht weiter mit Memoria. Da denkt man, man hat alles ausprobiert, um dann wieder festzustellen, man hat es natürlich nicht. Also natürlich hatte ich nicht alles ausprobiert, sonst wäre ich ja jetzt weitergekommen das letzte Mal. Aber nicht nur das, sondern ich denke die ganze Zeit, ich muss noch Scherben suchen. Ich glaube, ich muss gar keine Scherben mehr suchen. Man kann die Scherben so zusammenpacken. Und dann hat man alle Scherben. Manu, wieso sagt mir das denn keiner? Das ist so doof und gemein. Da komm ich doch auch nicht drauf. Ich denke die ganze Zeit, ich muss sie hier einzeln anklicken. Nein, ich soll die natürlich zusammenfügen. Ich schlaue Meierchen, hab das nicht ausprobiert. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Jetzt funktioniert es. Das Ganze war eine hässliche Glasschatulle. Auf dem Deckel ist eine Aussparung. Als wenn ein einzelnes Teil noch fehlt. Ja, aber ich meine jetzt... Ja, wir hätten die ganze Zeit weiterkommen können. Auf dem Deckel ist eine edelsteinförmige Aussparung zu erkennen. Ob es jemanden gibt, der mir mehr dazu sagen kann? Ja, der Typ da hinten beim Marktplatz bestimmt. Der vermisst doch seine Schatulle. Zeig die dem mal. Sagt euch das etwas? Bei Fett! Das ist sie! Das ist die Glasschatulle, die mir gestohlen wurde! Wo habt ihr sie gefunden? In den Straßen. Jemand hat sie Scherbe für Scherbe auseinandergepflückt. Ja, und nur die Rubine behalten. Es fehlen Rubine? Ja, das Loch auf dem Deckel trug einen Glasrubin. Jemand geht rum und klaut Rubine? Ja, angeblich sind zwischen hier und dem Mittelreich in den letzten Wochen mehrere solcher Klunker verschwunden. Ich sollte Breda davon berichten. Dürfte ich jetzt die Schatulle wiederhaben? Oh, jetzt ist sie mir einfach in den Händen zersprungen. Ach, behalt sie. Ist doch eh alles nur Unsinn hier. Okay. Ah, wir behalten sie, damit wir eine Schatulle haben. Ja, das finde ich ja super. Mach die mal heile. Wieder. Jetzt funktioniert es. Da, auf dem... Da, so ein Fuchs, ganz ehrlich, er behält die Schatulle. Jetzt möchte ich mal wissen, ob ich jetzt mal das Artefakt mitnehmen kann. Allerdings geht es ja hier anscheinend um Rubine. Von daher, ja. Mir fällt dazu nichts ein. Nee, die packt ja da auch nicht rein. Okay, Nuri. Gut, dann gehen wir zu Breda. Ach, ist es schön, dass wir jetzt weiterkommen. Und es war nur so eine Kleinigkeit, dass ich die Scherben einfach nicht zusammengepackt habe. Naja, was soll's. Red mal mit ihr, ohne das ihr zu geben. Breda? Hm? Okay, geht nicht. Ich mach mir später. Bis dann. Dann gib ihr die mal. Die Spur hat mich zu dieser Schatulle geführt. Dann war es nicht das, was er suchte. Sonst hätte er sie ja nicht zurückgelassen, oder? Was ist das für ein Loch im Deckel? Da scheint etwas zu fehlen. Ja, es geht doch um Rubine. Wieso sagst du ihr das nicht? Hä? Breda? Hm? Mit was kann man... Das hängt... Ja, an Rubine, warum sagt er das denn nicht? Ich mach mir bis spät. Bis dann. Sollen wir die jetzt auch noch irgendwie finden, oder... Der Händler behauptet, auf dem Deckel befand sich einst ein falscher Rubin. Ich habe alle Teile finden können. Nur von einem Rubin gibt es keine Spur. Ich weiß gerade nicht, was ich dann machen soll. Die Spur hat mich zu... Dann war es nicht... Was ist das für ein Loch? Also muss ich erst den Rubin finden, weil nur dann klappt's, oder was? Soll ich denn jetzt noch einen Rubin finden? Ach, Gottchen, ja. Packst du die Schatulle in die Schatulle? Das bringt Nein, nichts. Das stimmt. Hm. Geht nicht. Okay, was kann ich dann wieder jetzt machen? Ich bin überfragt schon wieder mal. Ich halt... Was ist hier... Da ist nichts weiter drin. Also kann ich das hier gar nicht finden, oder was? Aber er wollte doch mit ihr reden. Kapier ich jetzt gerade nicht. Ist der doofe Rubin Blödsinn hier reingefallen? Ich bin und seit... Mir fällt dazu... Sonst waren wir doch auch überall.
Wer oder was immer das war. Da oben waren ja die Scherben, aber das war ja die Glasschatulle. Wo hat denn der Dussel dann den Rubin gelassen? Vielleicht bei der Magierakademie? Über dem Kampfseminar, aber dafür sind die Magier nur Dann gehen wir da mal hin. Ich hatte da ja sowieso die Vermutung, dass... Könnte natürlich auch da drinnen sein. Vielleicht weiß ja auch in der Schankstube jetzt mal der Giacomo, dem wir Wein gegeben haben, mehr. Giacomo? Ach. Bis später. Nichts zu gebrauchen, der Giacomo. So, dann gehen wir mal wieder zurück. Dann muss es ja irgendwie hiermit was auf sich haben, denke ich mir. Moment, lausch mal. Es ist still auf dem Seminarhof. Die Eleven sind Magierakademie. Erst ja, ja, ein ja, Glück. Ja, ja. So. Mache ich denn jetzt mal. Dann reden wir mal mit ihm. Vielleicht kann er uns helfen. Wenn nicht, dann müssen wir suchen. Ja? Vielleicht weiß er ja jetzt mehr. Du schon wieder. Was ist es diesmal? Nix mit Rubinen. Fragen. Ich gehe dann mal wieder. Das wird auch... Okay, dann... Moment! Er kann doch Sachen auch verhärten. Vielleicht kann er uns ja jetzt helfen oder so. Aber er braucht natürlich was zum Verwandeln, nehme ich mal an. Besser nicht. Ich bin es wieder. Den Göttern zum Gruße, altes Haus. Verhärtungszauber? Du kannst Flüssigkeiten verhärten? Ich würde es eher aufwerten nennen. Mein Honig-zu-Gold-Experiment ist dann nur also der Anfang. Flüssigkeiten? Für weitere Vorschläge bin ich jederzeit offen. Wie wär's mit Wein, wenn wir nochmal eine Karaffe für den Wein holen würden? Flüssiges. Dann könnte er daraus einen Rubin machen. Den könnten wir da reinstecken und... Also wenn wir halt selber einen einfach machen. Das sind nur Abschriften von Büchern. Kannst du die nicht mitnehmen, die Kanne? Ich brauche wieder eine Kanne. Ich habe keine mehr. Also wäre jetzt so eine Idee von mir, aber wir haben partout keine Kanne mehr. Den Wein haben wir abgegeben an Giacomo. Nicht, dass das irgendwie ein Fehler war oder so, dass wir das jetzt schon gemacht haben und wir die hätten selber noch behalten sollen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir die nochmal nehmen können. Ich habe die auch gar nicht mehr gesehen. Weil er sitzt ja davor, da ist nichts zum Nehmen mehr mit Wein. Vielleicht in dem Moment, wo er trinkt? Ich warte mal kurz ab. Nimm noch mal einen Schluck. Komm. Och, Giacomo, jetzt trink bitte ein bisschen Wein, damit ich weiß, ob man da was machen kann. Oh nee, kann ich nicht. Bis später. Giacomo ist nur selten in Andergast. Die meiste Zeit reist er herum und sucht nach einem Weg, Nuri zurückzuverwandeln. Er hat Fahi von uns erzählt. Nicht, dass Giacomo auch irgendwie dahinter steckt und was Blödes gemacht hat, wäre ja auch doof. Aber eigentlich versucht er uns ja immer zu helfen. Also wir können uns ja noch Wein nehmen, aber vielleicht jetzt in die Schatulle? Die Aussparung auf dem Deckel ist nun voll mit Rotwein. Alles klar, ich sag nichts mehr. Wir brauchen gar keine Kanne oder so. Er hat das Rote direkt da reingemacht, jetzt müssen wir es nur noch verhärten lassen. Tada! Wie cool. Ja, super. Bin ich froh, dass wir wieder vorankommen. Quatsch, wo bin ich denn hingelaufen? Hier wollte ich gar nicht hin. Hier will ich hin.
So, dann lass mal den Wein verhärten, dann sieht das aus wie ein Rubin. Anscheinend ist das diesem Verfolger auch egal, ob das echt ist oder nicht. Weiches Erstarre, fließendes Verharre. Ein frisch gepresster Rubin für meinen neuen besten Freund. Ich empfehle dir, was auch immer du damit planst, beeile dich. Die Wirkung wird nicht lange halten. Oh, okay. Das sagst du mir jetzt? Schön, mit dir Geschäfte zu machen. Okay, dann beeile ich mich. Geh. Geh. Nicht, dass es hier auf Zeit geht oder so. Ich beeile mich. Komm. Los. Nicht, dass es auch noch wieder irgendwas Blödes gibt. Wenn ich das nicht schaffe oder so. In den Wald. Geh in den Wald jetzt. Da alles darauf hindeutet, dass unser Angreifer Rubine mag, hier. Ich weiß, wie der entstanden ist. Die Theorie mit dem Rubin ist etwas weit hergeholt, aber was Besseres fällt mir auch nicht ein. Du musst dich weiter wegstellen. Ich bereite jetzt den Bannkreis vor. Ja. Ach so, er... Oh nein, er fasst. Wie weit ist es noch? Was? Was ist? Ich dachte, du hast was gesagt. Nein. Leider kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen. Den richtigen Zauber weiß ich erst, wenn ich das Vieh sehe. Mich wundert, dass der Mob nicht vor dem Zelt davongelaufen ist. Wahrscheinlich ist der Angreifer aus dem Wald gekommen. Nach Dragonia. Wie weit ist es noch? Jetzt habe ich es auch gehört. Ich werde auf einmal so müde. Warte. Bei den Göttern, da hinten. Geron. Der Baum. Er war die ganze Zeit hier. Oh, krass. Was willst du? Ich habe Hunger. Ich muss essen. Wenn ich verhungere, bevor die Masse Draconia erreicht, siehst du keinen einzigen Schilling. Verstehst du, was ich sage? Ich bin ein Kind der Stadt. Ich kenne mich hier nicht aus. Es sind noch viele Meilen bis nach Draconia. Und wir haben gerade erst begonnen, den Berg zu erklimmen. Ich muss essen. Gib mir Silber. Silber? Die Silberschale aus der Grabkammer. Gib sie mir. Prinzessin, er scheint euch einen Tausch anzubieten. Wollt ihr euch wirklich darauf einlassen? Oh, da sind wir ja wieder. Zurück mit Satya. Das ist ja schön. Ach, das ist ja toll. Da freue ich mich, ja. Aber es war auch irgendwie unheimlich, gerade mit dem Baum und der Stimme aus... Ich weiß nicht, das war wohl die Stimme des Baumes oder die Stimme der Säule, weil das kam halt, als er die Säule auch angefasst hat. Ja, lassen wir uns das darauf ein, sie hat ja voll Hunger. Die Silberschale aus der Grabkammer. Ich habe sie behalten, falls ich unterwegs etwas von Wert brauche. Die Silberschale für ein Stück Lamm. Einverstanden? Jetzt gib schon her. Also müssen wir sie ihm geben. Da hast du sie. Und jetzt? Wie du willst. Sieht aus, als müsstet ihr nun verhungern. Wie kommt es, dass du auf einmal widersprichst? Seit wir die Höhlen verlassen haben, warst du stumm. Ich hatte Angst. Angst? Ja, ich habe Jahrtausende in einem dunklen, aber sicheren Loch gehaust. Ich weiß nicht, wer ich bin, woher ich komme, wohin ich gehe und wie das alles enden soll. Zudem bin ich an eine grimmige Frau gebunden, die einen vermutlich dämonischen Stab auf ihrem Rücken trägt. Natürlich habe ich Angst. Lacht nicht. Immer wenn ich glaube, euch durchschaut zu haben, lacht ihr wieder wie eine ganz normale Frau. Sogar euer Magenknurren ist das einer Normalsterblichen. Es wird höchste Zeit, dass ich esse. Was denn? Euer Führer hat euch in der Hand.
Er weiß, dass ihr in dieser Wildnis ohne ihn sofort verloren werdet. Abwarten. Ich habe hinter dem Baum den Bau eines Tieres gesehen. Und was auch immer dort lebt. Ich werde es fangen. Und ich werde es essen. Ja, jedenfalls werden wir das wahrscheinlich versuchen. Das sieht so danach aus. Mhm. Holzscheit. Wie mache ich jetzt Feuer? Sie will noch Feuer machen. Aber vielleicht ja nicht hier? Naja, mal gucken. Was sammeln wir denn alles hier ein? Ist ja unglaublich. Okay, also die haben hier schon gerastet und ich weiß jetzt nicht, ob ich nochmal hier Feuer machen soll, aber egal. Blumenwiese. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Aber ich mache das lieber anders, stand da noch. Stock. Mhm. Über Stock und über Stein. Ich könnte mich dahinter verstecken. Aber nicht ohne Grund. Wo ist jetzt hier? Da ist das Loch. Da geht's die Anhöhe hoch. Alles voll schön hier. Sieht total toll aus. Komm raus, kleines Tier. Ich muss dich essen. Ihr seid so gut mit Worten, Charizard. Ich lüge nur, wenn ich muss. Ein Tier hat sich einen Teil der alten Ruinen angeeignet. Also wir brauchen irgendwie einen Köder und wir brauchen eine Falle. Das fragt mich aber nicht, wie ich das aus dem Kram hier hinkriegen soll. Das Seil vielleicht irgendwie an einen Baum hängen oder so? Wo geht sie denn hin? Ich darf mein Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja, lass mich mal versuchen hier. Kann man da hin? Ich bin hier noch nicht fertig. Kann ich mit dem Dolch von der Blumenwiese was nehmen? Als Köder oder so? Davon brauche ich kein Stück. Solche Blumen habe ich noch nie gesehen. Das ist kein guter... Nee, das ist kein guter Köder. Was nehme ich denn dann? Ich muss doch die Blumen dann hier nehmen oder was? Ich habe ja hier nichts. Oder ich nehme was vom Gebüsch. Hier liegen schon genug Zweige rum. Außerdem wären ja so kleine Käfer und so ein Schnickschnack besser, oder? Ich weiß gerade nicht, was war das nochmal für ein Tier? Ein Fuchs oder so? Der will ja auch eher lieber was Fleischiges. Ich mach mal ein bisschen Hotspot hier, damit ich nichts übersehe. Da ist noch eine Stelle. Flacher Stein. Vielleicht sind da ja Käfer oder sowas drunter. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn auch hochheben wollen? Ja, Köderkram halt. Das lässt sich. Nee, du sollst auch nicht schneiden. Nimm mal deinen Stab. Er ist so schwer. Aber warum sollte ich ihn... Ach, das war ja der Stock. Das ist der Stab. Er ist so schwer. Aber warum soll... Warum klappt das denn alles nicht? Aktivieren, deaktivieren. Klar, wir könnten natürlich auch da hinten das Feuer irgendwie... Nee, aber dann sieht er doch dieser Rachwahn, dass wir mit dem Stab Feuer machen. Ach, keine Ahnung. Vielleicht mache ich mir zu viele Gedanken. Ich kümmere mich mal lieber erstmal um die Falle. Das ist besser. Hier ist nicht genug. Hier ist nicht genug Platz, aber hier. Hier soll die Falle hin. Die Scheite sind zu stumpf, um sie in den Boden zu treiben. Okay.
Gut, sieht schon mal gut aus. Ich habe aber auch irgendwie gar keinen Köder, ne? Nee, das Seil lass mal da liegen. Ich stehe stets zu euren Diensten, Herrin. Bis ich nicht weiß, was sie macht, behalte ich sie in der Tasche. Ich glaube, dass halt unter dem flachen Stein vielleicht die Käfer sind. Wir brauchen ja irgendwas, um den zu locken. Hier wäre genug Platz für eine Falle. Kann sie dahinter gehen? Gebüsch mit Seilende. Noch gibt es da nichts zum Fangen. Nee, sie könnte dann danach da hängen gehen. Also ich muss irgendwie diesen flachen Stein mal hochkriegen, oder? Und wenn wir dem Typen helfen, fragen, dass er uns hilft, meine ich? Na. Helf mir doch mal, den Stein hochzuheben. Wie soll ich es ohne Essen nach Draconia schaffen? Hörst du mich? Zu unserem Abkommen gehört auch, dass du mich am Leben hältst. Zwecklos. Er ignoriert mich. Wenn ich etwas essen will, muss ich mich selbst auf die Jagd machen. Ich glaube, das will der aber auch. Kann das sein? Noch gibt es... Ich habe so das Gefühl, er will sie auch so ein bisschen dazu erziehen, dass sie mal rauskommt und sich selber kümmert um ihren Kram. Ach, hier haben wir ja noch mehr Sachen. Ja... Verband? Das bringt mich nicht weiter. Das lässt sich nicht schneiden. Ja, ich werde wohl noch ein bisschen rumprobieren müssen. Ich werde das schon hinbekommen, aber die Zeit ist jetzt auch um. Deswegen vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Memoria. Bis dann!